Gentlemans, frag mich nicht, warum ich es tue. Ich weiß es selber nicht, aber es ist wieder 3 Uhr nachts und das bedeutet, es werden schlimme Dinge getan. Denn ihr wisst, vor nicht allzu langer Zeit habe ich ja das umstrittene Spiel Toy King Ben getestet. Das ist so eine App, die angeblich für Kinder ist, die aber eigentlich sehr, sehr gruselig war und auch sehr dunkle Eigenschaften hatte. Aber Leute, glaubt mir, das war erst der Anfang, denn heute geht es um den Endboss. Es geht hierbei um niemand geringeren als um den allerechten Talking Tom. Ja, Leute, das ist der Anführer der ganzen Rasselbande. Diese komische Katze, ich denke, ihr alle habt sie schon mal irgendwo gesehen. Ihr alle habt dieses Spiel bestimmt auch schon mal gespielt. Aber Leute, ich nehme an, keiner von euch hat dieses Spiel jemals um 3 Uhr nachts gespielt. Und das Ganze werde ich heute für euch testen. Wir werden außerdem, genau wie wir es bei Talking Ben auch gemacht haben, Talking Tom heute um 3 Uhr nachts am Ende auch komplett wegbeleidigen. Denn ich vermute mal auch sehr stark, dass Talking Tom ebenfalls wie Talking Ben darauf sehr, sehr merkwürdig reagieren wird. Das ist heute unser Ziel. Deshalb, Leute, bitte eskaliert komplett mit dem Like-Button. Falls ich heute von dieser Katze, kann ja sein, deswegen lasst ein Like und ein Abo da. Und jetzt würde ich sagen, Leute, ganz viel Spaß mit dem Video. Film ab dafür. So, Leute, wir sind gleich im Spiel drin. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, dass ich jetzt nicht komplett rumschreie. Ich meine, es ist nach wie vor 3 Uhr in der Nacht. Und wenn ich jetzt rumschreie, könnte es sein, dass gleich mein Nachbar an meiner Haustür steht mit einem Baseballschläger und mir den Kopf einhauen will. Und das wollen wir nicht. Deshalb versuche ich heute nicht ganz so rumzuschreien. Jedenfalls würde ich sagen, starten wir einmal das Spiel und... Digga, was, Leute... Wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Es geht schon wieder richtig super los. Vor mir steht ein Karton, der sich irgendwie... Junge, kannst du einfach nicht zu bewegen, bitte? Nö. Kannst du einfach stillstehen? Okay, anscheinend befindet sich in diesem Karton eine Katze. Sehr wahrscheinlich auch die einzig wahre Katze namens Talking Tom. Die versucht mir gerade noch ein bisschen auf süß zu machen mit ihren komischen Tatzen da. Aber glaubt mir, Leute, das ist alles eine Falle. Ich würde sagen, wir holen die Katze einfach mal raus da. Kollege, komm mal raus da, Kollege Schnürschuh. Digga, er winkt mir direkt zu. Er ist einfach gespawnt auf einmal. Okay, Leute. Anscheinend müssen wir ihn jetzt füttern, weil er sagt gerade, ich habe Hunger. Lass uns in die Küche gehen. Ja, damit du da dein Messer aus der Schublade ziehen kannst und mich... Ich weiß, was du vorhast, ja, aber darauf lasse ich mich nicht ein. Aber ich glaube, wir werden dazu gezwungen. Sonst kommen wir nicht weiter. Deshalb, okay, ausnahmsweise füttern wir. Fütter mich. Okay, ich fütter dich, wenn du aufhörst, mich so schief anzugucken. Willst du die Erdbeere? Willst du sie haben? Nö. Willst du sie? Willst du sie? Nö. Ess sie doch. Nimm sie doch. Hä? 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 Willst du sie? Willst du? Okay, okay. Okay, wir sollten nicht so übertreiben, sonst bin ich gleich schon tot. Das wollen wir ja nicht. Okay, ich gebe ihm jetzt die Erdbeere. Okay, aber hör auf so zu katschen, Bruder, ja? Ich muss aufs Klo, lass uns ins Badezimmer gehen. Ey, Bruder, das kannst du aber auch ehrlich gesagt alleine machen, ja? Hör auf mir jetzt... Ey, hallo, der will mich hier hinkacken, hör mal auf damit. Okay, das hätte ich jetzt nicht sehen müssen, Bro. Ja, okay, reicht dann auch, ja? Du kannst... Okay, anscheinend ist er fertig mit seinem Geschäft. Er sagt, ich will spielen. Lass uns ins Wohnzimmer gehen. Wenn ihr komischen Viecher sagt, dass ihr spielen wollt, hat das meistens ein dummes Nachspiel. Also, Leute, macht das bitte auf keinen Fall zu Hause nach. Ich meine, es ist 3 Uhr nachts. Egal. Ich bin sagen, wir gehen jetzt einmal ins Wohnzimmer. Bitte streiche mich. Oder wenn ich ihn jetzt streiche und irgendwas Dummes passiert, ich bin direkt weg. Ja, direkt. Okay, wir streichen den Blödmann jetzt einfach mal. Bro, bitte tu mir nichts, ja? Ich bin müde. Lass uns ins Schlafzimmer. Das ist jetzt kein gutes Zeichen. Der will, dass ich schlafen gehe, damit er mich nachts... Ich kenne deinen Plan, Tom. Aber das funktioniert... Okay, es funktioniert, weil... Ich muss es tun, sonst geht das Spiel nicht weiter. Okay, wir gehen schlafen. Mach das Licht an.
Bro, ich bitte dich, Leute, also, bei wem jetzt nicht die Alarmglocken da oben angehen, der muss wirklich dumm sein. Also, das ist ja mittlerweile schon ein schlechter... Schon ein schlechter Film, Bruder. Er will, dass ich das Licht ausmache. Hey, also, dann machen wir das mal. Okay, schläfst du jetzt auf? Wie gibt dein Kätzchen einen Namen? Upsi! Digga, erschreck mich doch nicht so, Bro! Okay, Leute, so wie es aussieht, war das jetzt anscheinend nur das Tutorial. Gab mir ein Tutorial. Warte, was? Hey, es geht doch schon los, Bro. Warte mal. Hat der gerade gesagt, das war kein Tutorial, hä? Och, Digga. Oh mein Gott, Bruder. Es geht doch schon richtig creepy los, Junge. Top, chill mal, Bruder. Ich bin müde. Kannst du bitte wieder das Licht ausmachen? Warum redet er mit mir? Der sagt gerade zu mir, er ist müde. Er hat doch gerade erst geschlafen. Warum soll ich das Licht wieder ausmachen? Bruder, ey, hallo. Bruder, was ist denn hier los, ja? Ich werde jetzt einfach das Licht ausmachen, in der Hoffnung, dass nichts Schlimmes passieren wird, okay? Ich werde es einfach ausmachen, ja? Okay, ich glaube, Tom ist jetzt am Schlafen, so wie es aussieht. Okay, Leute, jetzt wo Tom am Schlafen ist, können wir uns einen kleinen Plan machen. Willst du mit mir spielen? Warte mal, was für Spielen, Bruder? Er war gerade am Schlafen, was steht der auf? Und fragt mich, ob ich spielen will, was läuft hier? Was läuft hier falsch, Bro? What the hell? Er war gerade noch am Schlafen. Ich glaube, wir sollten vielleicht lieber mal den Raum wechseln. Warum hast du den Raum gewechselt? Hast du etwa Angst im Dunkeln? Was für Angst im Dunkeln? Digga, was redest du für eine Scheiße, Tom? Was spielst du für Psychospielchen mit mir hier? Ich spiele keine Spielchen. Ich plane nur, wie ich dich umbringen werde. Stopp. Hab ich mich gerade verhört? Oder hat der gerade gesagt, dass er mich umbringen will? Hat der gerade wirklich gesagt, er will mich umbringen? Bro, Bruder, es ist 3 Uhr nachts. Was passiert denn hier? Ich will hier raus. Hallo. Leute, ich habe euch gesagt, um 3 Uhr nachts werden hier ganz verrückte Dinge passieren, Bro. Ach, du heilige Scheiße, was geht hier ab? Und ich habe noch nicht mal angefangen, ihn zu beleidigen. Noch sonst irgendwas. Er ist selber schon komplett am Freidrehen. Ich glaube, wir sollten Tom jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigen, Leute. Vielleicht streichen wir ihn erstmal wieder oder so. Ja, so ist brav, Tom. So ist brav. Ja, braves Kätzchen. Oh, ich wollte das nicht. Du elendes Ungeziefer. Dafür werde ich dich töten. Warte mal, Bruder, was ist mit dem Game gerade passiert? Was war mit seiner Stimme los? Er hat gesagt, er will mich töten. Ich wollte das doch nicht. Ich habe ihn aus Versehen geschlagen. Ich wollte das nicht. Ey, bitte, Tom, Bruder, bitte verzeih mir. Ich wollte das nicht. Ich habe dich nicht mit Absicht geschlagen. Ich habe mich verdrückt. Wirklich, bitte, du musst mir glauben. Du hast nur eine Möglichkeit, es wieder gut zu machen. Okay, und was soll ich machen, Tom? Sag mir, ich mache alles. All deine Zuschauer müssen jetzt das Video liken oder es wird Konsequenzen geben. Okay, Tom, okay. Leute, ihr habt es gehört. Tom meinte gerade, ihr sollt alle ein Like da lassen. Bitte, Leute, lasst alle ein Like da, bevor Tom mich... Ich weiß nicht, warum er weiß, dass ich ein Video aufnehme, aber Leute, er hat recht. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst lieber ein Like da. Bevor Tom auch euch heimsuchen wird. Okay, das wünsche ich keinem. Das war nur Spaß. Ich nehme alles zurück. Und jetzt bring mich gefälligst auf Toilette. Ich muss aufs Klo. Okay, Tom. Alles gut. Kein Problem, wenn du auf Toilette musst. Ich bring dich auf Toilette. Ich mache alles, was du willst. Okay, ich glaube, der ist gerade kacken oder so. So, und jetzt will ich, dass du mich sauber machst. Digga, ich putze doch nicht deinen Arsch ab. Das kannst du selber machen. Was soll das denn? Du elender Hurensohn, willst jetzt meinen Arsch putzen oder ich werde dich töten. Chill mal, Bruder. Okay, Tom. Beruhig dich, Junge. Also, ich nehme einmal den Schwamm und dann, wischi. Einmal einseife. Digga, Leute, wo bin ich hier gelandet, dass ich Tom einfach jetzt waschen muss, Digga? Ich schwöre. Junge, der Typ ist krank. So, jetzt einmal duschen, ne? So, bist jetzt zufrieden, du Fettsack? Ja,
jetzt ist es Zeit zum Spielen. Oh nein, ich will wieder spielen. Ich will nicht spielen, Bro. Es ist 3 Uhr nachts, Tom, Junge. Was willst du von mir? Okay, Leute, Tom meinte jetzt eben zu mir, ich soll mit ihm spielen. Er ist aber jetzt mit mir ins Schlafzimmer gegangen. Keine Ahnung, warum er wieder ausgerechnet im Schlafzimmer mit mir spielen möchte. Ich frage ihn einfach mal, was er jetzt machen möchte. Okay, Tom, also, wir sind jetzt im Schlafzimmer. Was willst du jetzt spielen? Ich will, dass wir Suchen und Verstecken spielen. Du suchst zuerst. Okay, Suchen und Verstecken. Okay, dann versteck dich. Ich fange jetzt an mit Zählen. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Warum hat er jetzt das Licht ausgemacht? 9, 10, 11. Digga, was passiert mit dem. Was passiert mit dem Spiel? Was passiert mit dem Spiel schon wieder? Digga, warte mal. Was geht da ab? Ist wieder kommen am Rumpacken. Digga, irgendwas passiert da gerade schon wieder. Was ist das? Digga, was zur Hölle? Stimmt da nicht? Digga, was ist mit Tom los? Was zur. Du hast geschummelt. Dafür werde ich dich jetzt töten. Digga, warte mal. Hallo, hallo. Was geht hier? Bruder, warum hat Tom auf einmal rote Augen? Und er labert irgendwas von, er will mich töten jetzt. Bruder, ey, hallo, ich kann das nicht mehr. Bruder, es ist 3 Uhr nachts. Was geht denn ab? Bitte, Bruder. Tom, bitte, töt mich nicht. Ich hab dir doch nichts getan. Ich sitze doch nur hier und nehme ein Video auf, ja? Ich weiß alles über dich. Ich weiß, wo du wohnst. Ich werde dich besuchen. Komm. Digga, wie, du weißt, wo ich wohne? Was laberst du? Du weißt nicht, wo ich wohne. Hör auf jetzt mit deinen komischen Tricks oder was auch immer du davor hast. Es ist nicht lustig. Ich kann dich auch einfach deinstallieren. Dann bist du gelöscht und kannst gar nichts mehr. Was willst du eigentlich von mir? Du kannst mich nicht löschen. Ich werde für immer bei dir bleiben. Digga, du laberst Müll. Ich werde dich jetzt... Ja, warte mal, ich kann... Hä? Digga, ich kann das... Digga, ich kann's ehrlich nicht schließen. Digga, Tom, was machst du? Was soll das? Bruder, Tom, was machst du? Es geht wirklich nicht zu. Es geht nicht. Ich kann's nicht schließen. Es geht nicht. Ich glaube, er lebt davon, dass er Kleinkindern Angst macht. Wir müssen jetzt einfach genau das Gegenteil machen und ihm zeigen, dass wir einfach keine Angst vor ihm haben. Und ihn einfach komplett wegbeleidigen. Also wirklich komplett beleidigen, dass er wirklich komplett checkt, dass keine Angst vor ihm hat. Okay. Leute, haltet euch fest, ich fange an. Tom, pass auf, hör mir zu. Ich habe das gleiche Spiel mit deinem hässlichen, dummen Freund Ben auch durchgemacht. Weißt du, Ben im Gegensatz zu dir ist wirklich ein Witz. Du bist wirklich der Begriff von Abschaum. Du wurdest dafür gemacht, um Kinder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Aber stattdessen, das Einzige, was du auf die Reihe bekommst, ist, dass alle Kinder schreien vor dir weglaufen, weil dich keiner mag. Du hast weder Freunde noch sonst irgendwas. Nicht mal Ben. Ben mag dich. Und diese andere weiße Katze, Angela oder wie sie heißt, die ist hier fremdgegangen. Die mag dich nämlich auch nicht. Du bist nämlich Abschaum. Du bist potthässlich, du. Du elende Katze, du. Du isst den ganzen Tag nur Hundefutter von Ben. Du hässliches Gesicht, du. Du. Jetzt bist du wirklich zu weit gegangen. Ich werde dich vernichten müssen. Du hast nur noch 2 Stunden zu leben. Dann werden alle Lichter in deinem Haus ausgehen. Und es wird an deiner Tür klingen. Digga, warte mal. Digga, Leute. Was passiert mit dem Spiel? Bruder, was hat er gesagt? Es eskaliert gerade einfach alles komplett. Das komplette Game ist am Rumpacken. Er hat gesagt, er weiß, wo ich wohne. Ich werde nur noch 2 Stunden zu leben haben. Dieses Spiel eskaliert komplett. Leute, wir haben übertrieben. Talking Tom ist offiziell das heftigste Gruselspiel aller Zeiten. Macht das auf keinen Fall nach. Ich werde jetzt alle Türen abschließen gehen. Leute, es ist safe sowieso Scam. Das wird nicht passieren. Aber ich werde das Video jetzt beenden, Leute. Wir sehen uns morgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ja dann noch oben da abonnieren den Kanal. Wir sehen uns morgen. Ciao, Leute.